أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Ich küsse ihn, weil es vor allem heilig für mich ist, für alle Muslime. Küssen ist ein Ausdruck des Menschen von seiner Zuneigung, seiner Liebe, seiner Ehrung dazu. Weil da sehr viel Wertvolles drinsteht. Das, alles, was hier drinsteht, das ist die Basis vom Islam. Man soll sich nicht vorstellen, dass man das Papier küsst oder die Pappe. Man küsst eher den Inhalt des Korans, weil man weiß, es sind die Wörter von Allah gesandt worden. Die Wörter, die von Allah gesandt wurden. Und man küsst einfach den Inhalt und das Wissen, was darin steckt. Und man freut sich darüber, überhaupt einen Buchstaben daraus lesen zu dürfen, weil das alleine schon eine große Gnade von Allah. Wenn ich den Koran küsse, küsse ich nicht das Papier oder das Äußere. Ich küsse den Inhalt, also das, was drin steht, was dahinter sich verbirgt. Diese Ehrung oder diese Liebe, die mir die Allah schenkt, bringe ich dazu zum Ausdruck mit dem Kuss. Obwohl es nur Papier ist. Aber das, was da drin steht, das ist das Besondere am Koran. Nicht aus welchem Stoff. Es gibt Sachen, die sind aus Gold, aber die haben nicht diesen Wert, die ein Koran hat. Küssen ist einfach das Küssen, die Seele vom Koran und das Leben, was darin steckt. Weil der Inhalt den größten Wert in meinem Leben hat und ich mein Leben komplett danach richte. Die Bedeutsamkeit dieser Worte und den Wert dieser Worte. Das Geschriebene hat ja einen Wert und diesen Wert küsse ich. Ich küsse nicht die Hülle des Korans, sondern den Inhalt, da die Bestimmungen unserer Religion und Gottes Gesetz in ihnen enthalten sind und ich an den Koran glaube. Und es sehr viel für mich bedeutet. Wenn ich jetzt gerade den Koran geküsst habe, dann küsse ich ihn eben aus der Ehrung. Wegen den Worten und wegen der Verbindung zwischen dem Menschen zu Gott und Gott zum Menschen. Ich habe den Koran geküsst, weil es halt im Islam unser Heiligtum ist und halt aus Respekt, weil es eigentlich so was wie unser Ein und Alles ist. Es zeigt uns halt unseren richtigen Weg. Ich küsse den Koran, weil der Koran das Buch ist, was Allah uns offenbart hat, weil dort alle Regeln enthalten sind, die unser Leben bestimmen. Ich küsse den Koran, weil in unserer Religion ist es so, dass wir Allah sehr respektieren und der Koran ist etwas sehr Heiliges für mich. Ich küsse das, weil ich sehe das nicht einfach als ein Buch, sondern ein Nurullah. Dieser Koran ist für mich ein wahres Wunder, nicht die Hülle, sondern der Inhalt. Und wenn ich den Koran küsse, dann denke ich nicht an Pappe natürlich. Ich denke daran, zuallererst denke ich an die Schrift und danach denke ich an die Stimme. Ich küsse den Inhalt. Das ist ja die Ahlul Bayt, was ich da küsse und das ist ein wunderschönes Gefühl. Wenn man den Koran küsst, dann küsst man das Licht, die Ahlul Bayt. Weil es das Buch ist von dem Liebenden an den Geliebten. Also wir sind die Liebenden und das Buch ist von dem Geliebten. Und wenn man jemanden liebt, dann mag man es. Wenn man etwas von ihm hat, dann bewahrt man gerne etwas auf und dann schätzt man es aus. Das heißt, deshalb küsse ich es, um es dem Wert zu zeigen. Da habe ich den Koran geküsst. Ich liebe den Koran, weil es Gottes Wort ist. Wenn zum Beispiel der Geliebte oder die Geliebte einen Brief schreibt, in seiner Schrift, mit seiner eigenen Schrift, dann haben wir es ja auch immer, dann drücken wir uns gegen die Brust, dann küssen wir das, dann lesen wir das immer wieder, schauen dann nach, wenn wir vermissen. Also so ist es bei mir mit dem Koran. Dann habe ich auch so ein Drängen danach, weil von meinem Schöpfer das Wort ist.
بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم